Okay, dann würde ich. Ist es noch weit zum Kapitän eigentlich? Ich weiß nicht, es sind noch das Schiff hier. Das dauert ein bisschen und dann noch das nächste. Dann müsste es, glaube ich, mal kommen, also der Kapitän denn halt. Dann hoff, dass du innerhalb einer halben Stunde fertig wirst. Ja, wieso? Weil es dann spät ist. Aha, aber noch nicht spät genug, dass ich dann im Bett muss. Nein, so spät wiederum nicht. Dann versuche ich das mal unter Zeitdruck. Ja, so war, du musst jetzt fertig werden. Soll ich jetzt hier eine Uhr einblenden, unten rechts so, halbe Minute, halbe Stunde so? Nee. Bling, 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 bling. Würde doch nicht stören, denke ich mal. Was würde? Würde doch jetzt stören, denke ich mal. Was denn? Ich hab die Feder, das gibt's doch gar nicht. Ja, ist doch toll. Sehe ich nicht ein. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich jetzt damit so 20 Parts füllen kann, wo ich die Feder versuche zu bekommen. Und jetzt hier. Ich habe vorher gesagt, pass auf, das schaffe ich in 2 Minuten. Und was war? Du hast es in 1 Minute geschafft. Ja. Oh Mann, ey. Ich muss jetzt noch einen Hebel irgendwo finden. Der ist hier, glaube ich mal. Da ist er. Bing. Aber ich frage mich, warum sie eigentlich so keine Feder so irgendwo in der Takelage oder so versteckt haben. Also da die nicht brauchen. Vielleicht hätte ja auch mal der Ausguck vielleicht einen Brief an seine Mutter schreiben wollen oder so. Hätte ja auch sein können. Der hätte der aber ja trotzdem runtergehen müssen zuerst. Um denn halt eine Flasche mit dem Brief zu füllen und im Wasser zu werfen. Wer halt vor dem... Denn, der hat die Flasche oben und wirft sie dann so runter. Also, dann tintet hier so auf den Kapitän. Ey, was? Wer war das? Oh oh. Was jetzt? Oh oh. Was? Oh oh. Was? Nein! Was denn jetzt? Wir sind gefangen! Oh, im Schiff, im Schiff rum. Die Piraten hüpfen herum. Der Boden bricht ein. Ist das da oben eine Holzkiste? Ja. Kaputt machen. Ey, ich muss hier aufpassen, dass ich runterfalle und die Piraten besiegen. Aber danach kaputt machen. Ah, Moment, dann mache ich die zuerst kaputt. Ja. Nein, das ist keine Holzkiste. Oh Mann, du hast mich abgelenkt. Na toll! Hm. Du hast gesagt, es wäre. Der Boden sieht aus. Der Boden sieht danach aus, als würde er nachgeben können. Ja, der gibt auch nach. Oder keine Stärke. Sollten sie vielleicht mal neues Holz einsetzen? Zu spät, das ist zu spät. Es bricht ein. Und die hüpfen hier rum, als wäre das ein Spielplatz. Vielleicht finden die das lustig. Ist aber nicht. Und es fängt an zu brennen. Wo kommt das Feuer her? Spyro? Nein, ich benutze Erdelement, Mann. Okay, vielleicht hat irgendjemand aus Versehen eine Öllaterne fallen lassen. Ja, die werfen ja Bomben, hier stimmt ja. Daher kommt das Feuer. Aber die Bomben kannst du wohl nicht zurückwerfen, wie die Dynamitstangen. Doch, die kann ich, glaube ich, mal. Ja, die Tür öffnet sich, aber es kommen noch mehr! War das nicht offensichtlich? Vielleicht. Ja, er hat wundersame Fallweise die Feder drin. Doch. Was für eine Feder? Ja, ich hab jetzt die. Nee, ich kann den nicht angreifen. Nein! Wow. Ich hab jetzt die letzte gemeint. So. Ich kann den nicht angreifen. Und wie? Los.
So, jetzt. Blaue Kristalle sind da versteckt. Und da versteckt sich hier ein Geist. Ja, vielleicht mag er blaue Kristalle. Weil der Geist auch blau ist. Ein Gespenst. Aladdin. Nein, das ist auch blau. Ah, nee, das war Genie. Genie, ja, genau. Und Genie ist ein Genie. Die heißen halt so. Ja, Genie. Ein Djinn. Ja. Oh, ist hier keine Feder versteht. Was soll das denn werden hier? Hallo? Tja, dafür hast du zwei blaue Kristalle. Ätzend. Zwei blaue Kristalle bekommen, der bedankt sich nicht. Unhöflich, dieser Typ. Kann nicht sein, sowas. Meinst du dich jetzt dich selber? Ah! Ich? Nein, wieso? Ja, weil Spyro es ja nicht sein kann. Warum nicht? Deswegen. So, wir sind wieder raus und mal gucken, wo wir lang müssen. Wo hält denn das? Da hinten, da was. Bist ja immer noch auf dem Schiff mit der Feder. Ja, ich gehe jetzt auch runter. Tschüss. Adios. Goodbye. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Und das nächste Schiff erwartet uns. Weil wo räumt hier ein Schiff nach dem anderen leer? Im Alleingang. Was für ein Prachtdrache. Ich weiß am Überlegen, was ich genau sagen kann, ohne dass es was Falsches bedeutet. Drache halt. Oh, hier ist kein Gegner. Es ist schon verlassen. Sie flüchten bereits. Sie wissen, dass sie keine Chance haben. Denn wir haben wieder eine Feder gefunden. Und klauen das Gold. Ich bin froh, dass Drachen da nicht so glitzersüchtig sind, wie manche manchmal behaupten. Wieso? Vielleicht sind sie ja nicht glitzersüchtig oder goldsüchtig. Vielleicht bewachen sie es ja nur, wie oft den Poster, den ich habe. Was ich habe. Aber wozu? Warum denn bewachen? Vor den Menschen. Der Drache bewacht das Gold, das heilige Gold, vor den Menschen, die es stehlen wollen. Ja. Lustig, ne? Also lustig finde ich das jetzt nicht so. Warum denn nicht? Gut, dann gehen wir weiter auf das nächste Ruderboot und fliegen vor zum Endgegner. Schon? Wie viel Zeit bleibt uns noch? Moment. Noch 20 Minuten. Boah, da hab ich ja Zeit. Kann ich ein paar Fällen. Ja, könntest du. Aber vielleicht ein bisschen bemühen, dass es nicht so fail wird. Ja gut, dann mache ich das mal. Ich versuch's mal. Ich lade mal wieder die Energie auf. Ich habe ja schon wieder schön viel. Dann mache ich mal jetzt Eis, wa? Auf Stufe 2. Hoffentlich reicht das. Ja, es reicht. Ja, so sieht's aus. Es hat gereicht. Gut, dann gehen wir mal zum Hauptschiff. Das ist das Schiff, wo das Turnier war, ja? War das nicht schon vorher? Ja, das war vorher, ja. Das ist ja ein ziemlich großes Schiff, muss es ja sein, wa? Ja. Und da waren wir auch drauf, da waren wir oben auf Mast auf dem Schiff. Ja. Wo ich da so viel gefällt habe und runtergefallen bin, wa? Ja. Hast du doch die Vorstellung, wie groß das war, wa? Ja. Jetzt schau doch mal, wie groß das Schiff ist, das jetzt auf uns zukommt. Das ist gigantisch!
da wo was? Jetzt das Gap steht, das ist oben, also, der das Ausguck. Ist kleiner als das Schiff, würde ich sagen. Also das, ich sehe da nur eine Plattform. Das ist der Ausguck. Oh, okay. Das Schiff ist da drunter, das siehst du da drunter, da unten. Ich kann jetzt weiter nicht weiter. Im Meer. Ja, und der beschießt uns auch schon, das ist Wahnsinn. Der beschießt uns hier schon. Ja. Schon untergegangen. Alter, Mann, ich kann nicht länger stehen, ich bin gleich weg. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie, du machst da Schaden? Ich bin tot. Oh, na toll. Der greift uns schon an, ja? Ja, das, okay, das ist fies. Ja. So weit kann der schießen, was der für eine Reichweite hat. Hat ja auch eine Kanone auf dem Rücken. Das ist unfair. Aber das war der Ausguck, ja. Das Schiff. Ich will auf das Schiff mal laufen. Wie groß das sein muss. Da sind bestimmt ganz viele Federn versteckt. Die kriegt man alle gar nicht. Die kann man nie bekommen. Das sind nochmal 40 Federn. Das ist echt beschissen, ist das. Und der schießt schon, ich muss darüber. Und da ist noch ein Schiff. Ich lerne aber erstmal hier außen, war ist das eine Katze? Mann, oh Mann, ihr wisst einfach nicht, wann Schluss ist! Dann kennst du uns nicht sehr gut. Ich mache nämlich dauernd Schluss. Sorry, ich dachte, das käme cooler rüber. Und der Kampf beginnt! Let's fight! wie besiege ich den jetzt am besten? Mit Erde wieder. Wahrscheinlich. Wo kommt denn jetzt eigentlich die Hunde her? Von oben. Kam auch so runtergesprungen von anderen Beischiffen. Die fliegen jetzt weg wieder. Die Hunde fliegen wieder weg? Nein, die Schiffe. Ach so. Nicht die Hunde. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Der muss hier mal schießen mit seinen Dingens, oder? Oder müssen die erst runterfallen? Ich fall gleich runter. Ah, jetzt Mann. Schießt er. Nein, der muss mit seinen Haken schießen. Ach so, dann kannst du ihn angreifen, oder wie? Ja, dann hängt er nämlich fest mit seinem Haken am Holz unten. Und wir können ihn angreifen. Los, schieß! Oh nein, er holt sein Schwert. Sein mächtiges Skatschwert. Das Ding hat einen Namen? Nein, ich nehme das jetzt nur so. Ach so. Weil es ein bisschen neu gewesen. Bam! Oh nein! Oh nein! Was denn jetzt? Was war das Lilane da gerade? Besiegt! Wir brauchen ihn nicht, um diese Ratte auszuschalten. Wer sich mit uns anlegt, tut mir jetzt schon leid. Willkommen in der Welt der Schmerzen. Das war toll. Das hat zum ersten Mal zugehauen. Tja. Hey, hast du mich gerade gesehen? Das ging BOOM! Und er nur noch UFF! Und apropos, wohin gehen wir eigentlich? Ich konnte mir die Karte nicht lange genug ansehen, aber es musste eine Art Wahrzeichen geben. Klar. Ich schaue einfach nach einem blinkenden Schild mit der Aufschrift Unheimlicher Mondtempel. Oh nein. Sag bitte, dass du nur einen Abstecher auf stille Örtchen machen willst.